In dem heutigen Video geht es um Zahlen, Daten, Fakten über Spedifort. Hallo, mein Name ist Andreas Rinhofer und ich bin Geschäftsführer der Innovativ. Bevor es um Zahlen, Daten, Fakten über Spedifort geht, möchte ich, wie schon üblich in unseren Videos, virtuelle Grüße rausschicken, in diesem Fall an die Spedition Heinloth. Wir sind selber viel auf Social Media unterwegs und da fallen uns, wie schon oft gesagt, andere Speditionen auf und senden somit Grüße raus. Also schaut mal vielleicht auf die Facebook-Seite und hinterlässt ein Gefällt mir oder einen Like. Ich habe hier mir ein paar Notizen gemacht. Normalerweise geht es in unserem YouTube-Kanal immer um E-Learning für Speditionen. Ja, das sind wir. Wir haben vom Publikum eine Frage bekommen, erzählt doch mal was ein bisschen über die Zahlen, Daten, Fakten zu Spedifort. Also Spedifort wurde am 01.01.2017 ins Leben gerufen. Die Grundidee war, eine Quereinsteigerschulung für die Speditionsbranche zu machen und das wurde relativ schnell viel größer, auch für andere Fachbereiche, wie zum Beispiel das Thema Arbeitssicherheit, eigene Inhalte. Also wir haben uns dann ganz groß auf die Fahne geschrieben, E-Learning für die Speditionsbranche salonfähig zu machen. Ich habe hier eben die Statistiken. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir auf unserer Plattform 65.067 Kursanmeldungen. Das Ganze verteilt sich mittlerweile auf 1.002 Kurse. Also es kann auch sein, dass ein Kurs mehrsprachig auf der Plattform ist. Und wir haben in der Corona-Zeit einen Anstieg von dem Nutzerverhalten gehabt von ca. 150%. Darüber hinaus werden wir von 67% über Google Chrome verwendet, egal ob mobil oder auf dem Desktop, und überwiegend mit Android als Betriebssystem im mobilen Bereich. Da zählt aber auch mit dazu, wie zum Beispiel ein Trimble Tablet, ein TomTom Gerät, oder auch zum Beispiel Spedion laufen auf Android und sind hiermit in der Statistik mit dabei. Von den Kursen sind wir mittlerweile überholt worden zum Thema Arbeitssicherheit. Früher war quasi unser Brot- und Butterkurs der Kurs vom Anfänger zum Disponenten. Das ist der Kurs, mit dem alles angefangen hat. Aber mittlerweile sind in der Rangliste sehr, sehr viele Themen zum Thema Arbeitssicherheit, egal ob Erste Hilfe, Verhalten im Notfall, auch Unterweisung, Datenschutz, Corona natürlich jetzt von der Statistik her und die generelle Arbeitssicherheitsunterweisungen. Auf Platz 7 befindet sich unser Kurs vom Anfänger zum Disponenten, mit dem Kurs, wie schon gesagt, alles angefangen hat, wo wir aber auch dieses Jahr schon über 1000 Kursstarts realisieren konnten. Ich hoffe, ich habe somit genügend Einblick in das Thema Zahlen, Daten und Fakten gegeben. Mich freut das sehr, wie groß das Ganze geworden ist. Groß heißt natürlich auch, man tut andere Baustellen auf, an die man vorher nicht dachte, wie zum Beispiel Speicherplatz, Skalierbarkeit der Plattform, Mehrsprachigkeit, Verfügbarkeit, Support, Onboarding von Kunden und. Also, es war nicht nur so einmal einen Kurs machen und dann den skalierbar verkaufen, sondern es ist wirklich eine Plattform mittlerweile, wo wir E-Learning für Spedition und Logistik salonfähig machen. Ich hoffe, ich habe diese Frage, kannst du was zu Zahlen, Daten und Fakten über Spedifort sagen, somit gut beantwortet. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine Direktnachricht auf unseren Social Media Kanälen oder an info@in-obertief.com. Die Adresse verlinken wir auch in der Beschreibung. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Andreas Rinhofer.